Also mein Lieblingssport ist eigentlich Kampfsport. So, also ich gehe gerne Boxen, mache ich sehr gerne. Thai-Boxen habe ich auch sehr gerne gemacht. Ich spiele auch gerne Fußball. Nur muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Leute das mitbekommen haben, kann ich halt momentan eigentlich gar keine Sportarten an sich machen, weil ich habe noch einen offenen Kreuzbandriss. Ich hatte ja auf der rechten Seite auch einen Kreuzbandriss, was ich mir auch beim Sport zugezogen habe. Und habe letztens, also was heißt letztens, vor so ungefähr 6 Monaten, habe ich mir einen Kreuzbandriss zugezogen beim Thai-Boxen. Habe ich übrigens mit Kollegen zusammen trainiert Okay. und Ich hoffe, habe das ist nicht durch Kollege entstanden. nee, er hat nur gehalten, Okay. die Pratzen, und ich habe mir, also beim Kicken bin ich sehr unglücklich umgeknickt. Und ja, seitdem habe ich halt einen Kreuzbandriss auf der linken Seite. Was ich noch nicht, ich muss irgendwann mich auf jeden Fall operieren lassen. Und bis dahin kann ich jetzt keine, also Hochleistungssport kann ich erstmal nicht machen, so, weil die Gefahr immer besteht, dass ich halt sehr krass umknicken könnte. Und ja, deswegen bin ich da so ein bisschen eingeschränkt in der Sache. Aber wenn sich irgendwann die Zeiten mal wieder beruhigen, weil ich habe das alles schon einmal durchgemacht, und das ist halt ein sehr langer Prozess mit Reha. Also ich konnte halt wirklich nicht mehr laufen, ne? Wie Also lange ging das so damals? es hat sich bestimmt so 4 Monate gezogen, 3, 4 Monate. Ich hatte komplett Muskulatur abgebaut auf der rechten Seite. Und das war halt echt so krass. Also man verlernt halt wirklich das Laufen so. Und irgendwann stehst du halt da, und als ich dann nach 2 Monaten meine ersten Schritte gemacht habe, dann haben alle geklatscht. Und es war halt voll das Ereignis, dass ich wieder laufen konnte. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Man denkt sich so, okay, also laufen kann man sich ja nicht verlernen, so, aber das passiert tatsächlich so. Ich war halt dann wirklich so Pflegefall. Gott sei Dank war mein Cousin die ganze Zeit dabei gewesen, so. Der hat mich überall hingefahren, und ich konnte dann trotzdem so alles machen. Das ist schon mal gut, dass du auf jeden Fall jemanden hattest, Auf der dich jeden da Fall, auf jeden Fall. rumgefahren hat und du all deine Sachen noch machen konntest. Ich bin halt in die Szene gekommen und war halt direkt erfolgreich gewesen, so. Ja, Mann. Mein Debütalbum war direkt auf Platz 1. Wir haben Unmengen an CDs verkauft. Und ich hatte nicht wirklich die Zeit gehabt, mich selbst zu finden. Ich klammer mich jetzt mal da aus, so, aber ich bin da auch mit Künstlern wie Kollega und Farid, so echt, die echt so viel für Deutschrap getan haben. Meine Vision mit meinem Label ist einfach, guten Künstlern die Chance zu geben, etwas zu erreichen. Farid und ich, er ist mein großer Bruder. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, auch menschlich. Wahrscheinlich noch mehr und noch härter arbeite, als ich es zuvor gemacht habe, weil ich jetzt die Verantwortung für meine Kinder habe. Die sind abhängig von mir, und ich darf einfach nicht versagen. Jasko und ich, wir sind immer im Kontakt. Ich sag dir ganz ehrlich, weniger als damals natürlich. Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV-Straßensound. Heute aus Krefeld im Paint Era mit Majo. Was geht? Alles klar? Wie geht's dir, Bro? Alles gut? Muss, Bro, alles klar.